Ja, moin moin, liebe Leute. Falls euer Navigationssystem nicht mehr richtig funktioniert oder eure DVD nicht mehr erkannt wird von eurem Laufwerk, vom RNSE, dann liegt das meistens daran, dass die Linse, die zum Abscannen bzw. zum Lesen zuständig ist, verschmutzt ist. Diese könnt ihr ganz einfach selbst reinigen und das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Dazu müsst ihr einfach das Radio erstmal ausbauen. Wie das funktioniert, zeige ich euch ganz kurz. Und zwar braucht ihr dafür optimalerweise solche Radioentfernungshaken. Es gibt so Universalsets oder halt auch passend für solche Radios und die sind im Prinzip fast immer gleich aufgebaut. Die gibt es für wirklich ein paar Euro auf eBay oder ein paar Cent oder so auf Amazon. Das ist gar kein Problem und damit könnt ihr nämlich das Radio erstmal rausholen, weil ansonsten ist es sehr schwierig, diesen Kasten rauszuholen. Wichtig sei noch gesagt, die Linse ist in den meisten Fällen wirklich verschmutzt. Das bedeutet, es gibt auch solche Reinigungs-CDs oder DVDs. Wenn ihr euch diese aber anschaut, werdet ihr sehen, dass diese kleinen Bürsten auf der DVD selber drauf sind, die ja dann quasi, wenn es sich dreht, die Linse reinigen sollen. Aber Achtung, diese bitte nicht für so ein System verwenden, weil das hier ist nämlich, ganz kleiner Moment, das ist nämlich dann für solche Systeme nicht geeignet, nämlich solche Slot-In-Systeme wie hier. Und da lest bitte die Beschreibung auch bei diesen DVDs. Bei manchen steht es einfach nicht dabei, bei manchen wohl. Es ist logisch, dass diese Bürsten, wenn ihr diese einfahrt in diesen Slot-In, diese Bürsten auch euer Laufwerk beschädigen können. Also sind die dafür auch als Hinweis vom Hersteller selber nicht geeignet. Diese DVDs, diese Reinigungs-DVDs sind nur für so Laufwerke, die so rausfahren und ihr die CD oben rauflegen könnt. Also bitte benutzt diese nicht. Macht das sonst einfach auf diesem Wege. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Es ist wirklich ganz einfach. Wir bauen als erstes das Radio aus. Dafür nutzen wir, wie gesagt, diese Teile. Dieser ist jetzt schon leicht verbogen. Dann werde ich jetzt trotzdem hier schon mal reinsetzen. Ihr setzt die einen hier rein. Ihr müsst einmal hier das Radio auffahren, damit ihr hier oben an diesen Slot rankommt. Das kann man jetzt ein bisschen schlecht sehen. So, da sitzt nämlich einer drinne. Und dann könnt ihr das wieder zufahren lassen. Ja, da passiert auch nichts mit. Und dann setzt ihr hier noch einen rein. Und hier noch einen rein. So, dann drückt ihr die alle einmal fest. Und dann fangt ihr an, so ein bisschen zu ziehen. Auf einer Seite, auf dieser Seite, dass sich das so ein bisschen nach vorne löst. Und dann könnt ihr auch schon meistens hier drunter greifen und das ganze Radio nach vorne rausziehen. Und das war's dann schon. Dann habt ihr das Radio draußen. Und wie das dann weitergeht, das zeige ich euch dann im Folgenden einmal. So, um das Radio zu öffnen, um an das Laufwerk darunter zu kommen, das geht ganz einfach. Dazu löst ihr einfach einmal diese drei Schrauben, das habe ich jetzt schon gemacht, das sind diese Minischrauben und einmal jeweils die hier vorne an der Seite und diese hier, die verbinden das quasi und ja, wenn ihr die lose gemacht habt, dann könnt ihr den Deckel schon direkt abnehmen. So, so sieht das Ganze dann jetzt aus. Hier sehen wir direkt das Laufwerk. Hier ist bei mir jetzt so eine Schutzfolie drüber. Ja, wie man sehen kann. Diese Schutzfolie nehmt ihr dann einfach runter. Und dann befindet sich dort die Linse, die gereinigt werden muss. Dazu könnt ihr euch einfach so einen Q-Tip nehmen, das mit Isopropanol etwas tränken auf einer Seite, vorsichtig und dann einmal ganz vorsichtig rüberwischen und mit der trockenen Seite sonst einmal wieder sauber machen. Hier war jetzt so ein ganz kleines bisschen Schmutz dran. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja. Und danach packt ihr das Ganze wieder zusammen. Setzt den Deckel drauf. Und dann setzen wir die Schrauben jeweils hier wieder ein. Und ja, schließen das Radio wieder an. So, nachdem ihr das Radio wieder zusammengeschraubt habt, könnt ihr das, bevor ihr es komplett reinschiebt, ja, vorsichtshalber erstmal nur anschließen, leicht reinschieben und dann versucht ihr das nochmal über die Navigation und wählt diese aus. Und jetzt fragt er natürlich nochmal nach der CD. Und wir werden jetzt natürlich einmal die Original-DVD einlegen und schauen einfach mal, was er jetzt sagt. DVD wird geprüft, bitte warten. Und siehe da, es funktioniert. Jetzt können wir die Navigation auswählen und uns endlich über das RNSE navigieren lassen. Viel Spaß!